Ja, das hat sich, glaube ich, durch die Familientradition so ein bisschen ergeben. Wenn der Vater, der Großvater selber Schreiner war und man als Kind schon durch die Schreinerei geht, dann nimmt man viele Sachen direkt, sagen wir mal, als Kind schon wahr und mit auf und entwickelt da auch sehr schnell eine Selbstverständlichkeit hin, dass man zumindest das Ganze als Möglichkeit in Betracht zieht, weil man auch viele Sachen kennenlernt und nicht wie vielleicht Außenstehende das ein oder andere vom Schreinerhandwerk glaubt, was dann nachher doch der Realität nicht entspricht, sondern man lernt halt schon, lernt das kennen, was für später wichtig ist und wächst halt in den Betrieb hinein. Als Handwerker tätig, natürlich, da beginnt es ja mit der Lehre, das war 1986, wo ich mit der Lehre begonnen habe und 1995 habe ich sozusagen meine Ausbildung mit dem Meisterbrief abgeschlossen und das sind halt jetzt ja, 30 Jahre, die ich sozusagen fast im Beruf tätig bin. Und seit wann? Ja, direkt nach der Meisterschule kam mein Vater an und sagte so, du bist jetzt Meister. Ich habe mal jemanden eingeladen von der Innung, der sagt, wie man so einen Betrieb übergeben kann und wie man das am besten macht. Und dann war sozusagen nach wenigen Monaten der Wechsel sozusagen zum Jahreswechsel, zum 1.1.96 war dann auch die Betriebsübergabe. Ich hatte also sozusagen nur wenige Monate, also ich habe nach der Meisterprüfung mich nur noch vorbereitet auf die Geschäftsübernahme. Ja, das Besondere am Schreinerhandwerk ist, wir gehören ja zu den wenigen Handwerkern, die wirklich noch selber was herstellen. Viele andere Handwerker sind ja nur noch Monteure. Das ist halt beim Fliesenleger, beim Installateur. Überall dort werden nur noch fertige Bestandteile montiert, zusammengesetzt. Und ich denke, es ist schon eine ganz andere Qualität, ob man wirklich noch selber Sachen herstellt, händisch macht, als wenn man nur noch auf der Baustelle montiert. Was mich begeistert ist, dass wir halt wirklich die Kunden beraten können und Sachen anfertigen können und machen können, viel, viel freier als andere Gewerke. Das ist also schon was Besonderes, also wir müssen nicht nur aus dem aussuchen, was andere darstellen, sondern wenn jetzt ein Kunde was gesehen hat, irgendwas hat und will das übertragen haben auf seine Räumlichkeiten oder so, dann können wir das ganz individuell herstellen und haben da wenig Grenzen, können da also ganz individuell die Träume und Möglichkeiten von den Kunden sozusagen in die Tat umsetzen. Und das ist halt etwas, was nachher fertig ist, was wie soll ich sagen, was da steht, was man berühren kann, was man fassen kann, was man begreifen kann, das ist, glaube ich, schon etwas Besonderes. Also besonders hervorgetan haben sich die größeren Projekte im Denkmalschutz, wo wir ganze Kirchen restauriert haben. In Felbert-Langenberg, da war ein sehr interessantes Objekt, wo wir ein Jahr lang eine über 100 Jahre alte Kirche restauriert haben mit Holzvertäfelung, Orgelemporen. Alle diese Dinge waren teilweise befallen vom echten Holzschwamm und wurden dann von uns wieder ergänzt und wieder eingebracht. Eine Arbeit, wo wir über ein Jahr gearbeitet haben und die, glaube ich, schon einzigartig sind. Dazu gehört auch der Patscheider Bahnhof, den wir restaurieren durften mit Fenstern, Böden, Treppen. Alles Sachen, die auch heute noch
wirklich gut dastehen und wirklich Referenzobjekte sind, die uns viele Türen, gerade im Denkmalschutz bei Behörden und Gemeinden, geöffnet haben. Zum Innenausbau gehören natürlich Praxen, egal ob vom Arzt, vom Anwalt, die wir einrichten. Das kommt ja heute wieder deutlich mehr, dass da auch ein bisschen auf die Individualität geachtet wird. Und ein ganz großer Bereich im Innenausbau sind Bankenausstattungen, gerade hier die Umstellungen in den Kassensystemen und den betrieblichen Abläufen, die fordern natürlich oft Umbauten der Filialen, und da sind wir tätig und machen sozusagen ganze Bankausstattungen vom Schreibtisch bis zur Beratungsboxabtrennung, um diesen Veränderungen Genüge zu tun. Sehr interessant war die Entwicklung unserer Raumsysteme, die wir da im Innenausbau der Banken anbieten können. Die Entwicklung, auch die Umsetzung und auch die Zusammenarbeit mit den Kunden, wo man sozusagen immer mehr die Bedürfnisse und Ansprüche, gerade jetzt im Bereich der Banken, kennengelernt hat. Ja, wir versuchen gerade, oft erlebt man bei Kollegen, dass sie gerade versuchen, ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Natürlich ist das schön, wenn man sich auch in seinen eigenen Vorstellungen da verwirklichen kann, aber ich denke, es ist noch viel wichtiger, zu versuchen, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, sich zu verwirklichen. Also natürlich richtig angeleitet, aber im Mittelpunkt muss der Kunde stehen. Und die Ausführung der Projekte müssen so ausgerichtet sein, dass man nachher dem Kunden Genüge tut. Und das vermisse ich manchmal bei dem einen oder anderen Kollegen, der halt seine eigene Handschrift durchbringt und die Bedürfnisse des Kunden nicht richtig abfragt. Ja, Ziele wären natürlich, wenn wir es schaffen könnten, im Innenausbau unsere Erfahrungen, die wir jetzt hier ganz regional mit den Banken sammeln konnten, wenn wir die noch weiter transportieren könnten auf andere Banken hier in der Region. Das wäre also ein ganz großes Ziel, was wir ganz gerne erreichen möchten. Und da sind wir natürlich immer auf der Suche nach geeigneten Kontakten. Früher war es selbstverständlich, dass Handwerksmeister sich engagiert haben, in den Gemeinden eingebracht haben, in soziale Dinge oder in die Kommunalpolitik, Bürgermeister waren und so weiter. Auch wir engagieren uns, ich bin aktiv in der Kirche, meine Kinder engagieren sich. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass Handwerk bedeutet, dass man sich engagiert in sozialen Projekten, auch in der Ausbildung, überall dort, wo Soziales und Gemeinschaft wichtig sind. Die Gründung war 1910, auch hier auf der Bruchhauser Straße, etwas weiter hoch. Wir sind also sozusagen eigentlich immer am Standort, vielleicht mal einige wenige hundert Meter die Straße rauf oder runter gewandert oder auch schon mal etwas weiter in den Hinterhof oder wieder nach vorne an die Straße, so wie es sich jetzt darstellt. Heute sind wir über 105 Jahre am Markt. Begonnen hat alles mit dem Urgroßvater, der sich sozusagen bei einer Kundin Geld geliehen hat, um den Bauernhof zu kaufen. Und das sind so Anekdoten, die doch uns sehr verwurzelt haben hier in der Region. Schreinerei Schüttler, wir.
geben Holz die Form. Die Form. Wir geben Holz die Form. Und zweimal wir? Nee. Das ist etwas nicht, wir machen mehr unterschiedliche Formen. Ja. Schreinerei Schüttler, wir geben Holz. Ne, Schreinerei Schüttler, wir geben Holz die Form. Das war besser. Jetzt nochmal. Schreinerei Schüttler, wir geben Holz die Form. Nee, aber mach nicht, werd nicht so flach, sondern Schreinerei Schüttler, wir geben Holz die Form. Schreinerei Schüttler, wir geben Holz die Form. Scheiße, kann ich nicht. Schreinerei Schüttler, wir geben Holz die Form. Schreinerei Schüttler, wir... Guck mich an. Ja. Und wie mache ich das denn? Ich tippe mir auf die Nase. Im Takt, ja? Also, Schreinerei Schüttler, wir geben Holz die Form. Schreinerei Schüttler, wir... geben Holz die Form. Jetzt hast du Schreibmaschine. Scheiße, ich kann das, ich bin dafür zu dumm. Schreinerei Schüttler, wir geben Holz die Form.